Schönen guten Tag zusammen von mir nochmal hier. Stefan Grote ist mein Name. Und wir werden jetzt hier gemeinsam die nächste Stunde, so als mit einer, ich glaube nicht der letzte, aber mit einer der letzten Vorträge hier am zweiten Tag auf der Froscon, mit dem Thema IoT beschäftigen. Da konkret habe ich einen Vortrag mitgebracht mit dem Titel Open Source Software als Schlüsselqualifikation im Internet der Dinge. Das sind, denke ich, dann doch zwei ganz hochtrabende Abkürzungen. Die eine sollte uns in dem täglichen Tun bewusst sein und bekannt sein, quasi tagtäglich begegnen, nämlich OSS. Und die andere ist dann wiederum das IoT, dann doch ein Abkürzel, wo der eine oder andere sich vielleicht gar nichts so drunter vorstellen kann, wie ich gerade eben schon im ersten Vorgespräch verstanden habe, der wiederum andere eine hohe Anziehungskraft zu verspüren, oder gar dann doch einige Leute sagen, oh mein Gott, was soll denn das überhaupt sein? Das ist doch alles völliger Humbug, was darunter erzählt wird. Wir wollen einfach mal versuchen, in dem Vortrag quasi die ganze Themenlage rund um dieses IoT so ein bisschen von einer abstrahierten Sicht, so ein bisschen High-Level mal zu betrachten, weil gerade sich viele Themen, die so ein bisschen komplexer gestaltet sind, wie in meinen Augen das IoT eben eins ist, sich so ein bisschen einfacher greifen lassen, wenn man einfach mal eine andere Flughöhe einnimmt, das Thema, wie gesagt, ein bisschen abstrakt begreift und auf Basis von dieser Flughöhe von oben herab betrachtet, einfach mal schauen, wie man gewisse Themen, gewisse Begrifflichkeiten innerhalb von diesem riesen Themenkomplex gegeneinander abgrenzen kann, für sich definieren kann und dann eben zu schauen, was heißt denn das am Ende des Tages eigentlich und was kann diese Konsequenz, diese Auswirkung aus dieser Definition dann eben für mich bedeuten in meinem tagtäglichen Tun, ob ich jetzt mit dem Thema direkt in Kontakt komme oder einfach mal nicht. Ja, Stefan Grote war der Name, oder ist der Name. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker, habe da in dem im Studium einen ziemlich großen Schwerpunkt gehabt, der eben auch relativ ingenieurslastig war. Dementsprechend fühle ich mich in diesem ganzen IoT-Thema, weil es ein interdisziplinäres Thema ist, auch so ein bisschen heimisch in Anführungsstrichen. Ich bin von meiner Jobbezeichnung her Key Account Manager, sprich eigentlich ein typischer Vertriebler. Bei der Gonikus, der eine oder andere wird uns kennen. Wir sind ein Linux- und Open-Source-Dienstleister und da sicherlich so ein bisschen herausragend, nämlich an der Stelle, dass die Projekte, die wir angehen, immer grundsätzlich mit zwei Brillen betrachtet werden. Das eine ist die ganz starke technologische Brille eben und das andere wäre dann immer so eine kaufmännisch-organisatorische Brille. Und diese beiden Sichtweisen auf das Projekt haben uns eben dann in den letzten Jahren, wir sind so seit 2001 mit dabei, das ist schon eine ganz lange Zeit, dann eben ermöglicht, die eine oder andere spannende Referenz eben umzusetzen. Drei Stück sind hier mal exemplarisch aufgeführt. Auf die möchte ich jetzt an der Stelle allerdings gar nicht so tief eingehen. In meinem täglichen Tun bei der Gonikus kommen mir sehr, sehr, sehr häufig Kundensituationen vor, Projektanfragen vor, die sich in den letzten Jahren auch immer mehr rund um dieses IoT-Thema gehandelt haben und dementsprechend wollen wir jetzt mal hier in dem Vortrag eben schauen, was für Ansätze gibt's da eigentlich, wie kann man sich so einem Thema annähern und wie kann ich mich damit auch eben dann beschäftigen. Bevor wir über die jeweilige Agenda springen, was für mich nochmal so ein bisschen wichtig wäre zu verstehen, wo euer Background so ein bisschen ist, wo ihr so thematisch herkommt. Da würde ich ganz kurz einmal so ein bisschen um Handzeichen bitten. Für alle die, die jetzt so grundsätzlich, wir bleiben mal in der IT-Disziplin und arbeiten uns da von oben runter. IT-Manager, Gruppenleiter, IT-Leiter, ja, 1, 2, 3. IT-Architekten, einer, nur ein IT-Architekt? Danke, zwei. dann gehen wir runter auf die Infrastrukturebene, Systemingenieurs, Systementwickler, DevOps. Ja, okay, da haben wir ein paar. DevOps, ja, man weiß nicht so viel. Was ist DevOps? Wäre eine andere Frage eigentlich, okay. Okay, klassische reinrassige Programmierer, Entwickler. 1, 2, 3, 4, okay, gut. Außerhalb von der IT, Ingenieure. 1, 2, 3, 4, das kann hart für euch werden. Und völlig fachfremd, wenn IT und Ingenieur angeht, Juristen, Kaufleute, Jurist? Chemiker, AD. Schön, alles klar. Wird erfrischend. Okay, also der Grund, warum ich eben frage, gerade auch immer nach den jeweiligen Disziplinen,
ist eben so, dass IoT als solches, sei es jetzt mal drum, unter welcher Begrifflichkeit wir das Internet of Things eigentlich verstehen wollen, ist ein interdisziplinäres Thema. Viele unterschiedliche Disziplinen, auch klassischerweise außerhalb von IT, spielen in dieses Thema irgendwo rein. Und da ist es dann für mich immer sehr wichtig zu erkennen, okay, wie ist die Verlagerung eigentlich so hier, dass ich gegebenenfalls den einen oder anderen Schwerpunkt nochmal so ein bisschen anders legen kann. Wir wollen einfach mal versuchen, mit dieser Schlagwortwand, ich hoffe, die kann man auch von da oben erkennen, die Buchstaben sind ein bisschen klein, prima, wunderbar, danke. Einfach mal schauen, was für jeweilige Begrifflichkeiten begegnen uns denn eigentlich im Rahmen von IoT tagtäglich, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und sei es auch nur passiv durch die Presse oder sonstige, oder sonstige Artikel, die uns da entgegenkommen könnten. Begrifflichkeiten, die sicherlich federführend sind in diesem ganzen Umfeld, die wir sehr, sehr, sehr häufig sehen, wäre hier nochmal eins als Industrie 4.0, ganz gerne auch mal als Abgrenzung zum IoT, wo auch da die jeweilige Definition dieser jeweiligen Begrifflichkeit nicht ganz so klar ist. Als weitere Analogie im Umfeld Industrie 4.0 gibt es da oben nochmal das Industrial Internet of Things. Wir können das Ganze auch dann rein marketingorientiert betrachten, das Internet of Everything und dann eben nochmal von einer rein klassischen, mehr ingenieurslastigen Sicht auf die Dinge eben die M2M-Kommunikation, die Machine-to-Machine-Kommunikation, die Digitalisierung als solches, als feststehender Begriff in diesem Rahmen, sicherlich auch da in aller Munde. Interessante Auswirkungen aus dieser ganzen Schlagwortwolke, die wir dort eben haben, ist, dass alle Dinge jetzt smart sein müssen. Ja? Wir reden mittlerweile nicht mehr vom Home, sondern vom Smart Home. Das Ganze auch für das Objekt oder aber auch die Factory, also große Firmen an der Stelle, machen wir so in der Form eben auch nicht mehr. Und dann nochmal eben Begrifflichkeiten, die wir hier jetzt gleich in der anstehenden Definition nochmal so ein bisschen angehen werden, sind dann sicherlich nochmal Begrifflichkeiten im Rahmen der digitalen Transformation, das Cyber Physical Systems für die Ingenieure sicherlich nochmal dann ein Thema, wo sie sich ganz gut heimisch fühlen. Das sind so die Punkte, wo wir halt mal schauen wollen, wie stehen die Begriffe eigentlich zueinander und wie können wir die eigentlich definieren. Das Thema als solches oder der Abschnitt in dem Vortrag als solches ist eben betitelt mit Yet Another IoT Talk, der da eigentlich darstellen soll, dass das Thema als solches eben eine unglaubliche Anziehungskraft erstmal hat. Und der Punkt als solches, muss ich noch lauter reden? Ja? Okay, ich werde mich bemühen, es tut mir leid. Die jeweiligen Themen im Rahmen dieser IoT-Diskussion ist es gerade schwer, sich, wenn man im IT-affinen Umfeld unterwegs ist, sich dieser Diskussion grundsätzlich mal zu entziehen. Deswegen habe ich mir hier jetzt mal ganz bewusst ein paar Zitate rausgesucht von Menschen, die eine Führungsposition innehaben, sich also irgendwie mit dem Thema IoT beschäftigen sollten, nämlich auf die Fragestellung hin, kann das was für uns sein oder aber nicht? Müssen wir uns damit beschäftigen oder aber nicht? Wo ich da jetzt auch mal ganz bewusst zumindest mit Airbus und Nestle hier Unternehmen rausgesucht habe, die jetzt mal so von ihrer eigentlichen Kernkompetenz mit IT so gar nichts am Tut haben. Ja? Also Nestle am allerwenigsten, denke ich, Airbus noch immerhin so ein bisschen. Und die jeweiligen Worte, die jeweiligen Zitate möchte ich hier an der Stelle nochmal eben durchgehen, wo man auch so ein bisschen schon, wenn man sich mal ganz konkret die Inhalte anschaut, gewisse Interpretationen rauserkennen kann, wie das Thema IoT eben gesehen wird. Wir fangen einfach mal an mit dem Tom Enders, unten in der Ecke, der da sagt, die Möglichkeit der digitalen Revolution müssen genutzt werden. Ja? Das heißt also, es wird ja von einer Revolution gesprochen, eine digitale Revolution. Und das, was sich da in diesem Sinne eben auftut, muss genutzt werden. Okay, das ist erstmal ein grundsätzlich interessantes Thema, dass es sich hier also um eine Revolution erstmal handelt. Kann man sicherlich so sehen. Ein zweites spannendes Zitat aus dieser Reihe oben, Joe Kessner, Siemens. Wir werden die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, ergreifen können. Ja, das klingt also schon so ein bisschen mehr nach gestanden, nach breiter Brust. Wir wissen, da kommt irgendwas, da passiert irgendwas und wir sind bereit, uns damit zu beschäftigen. Eine etwas passivere Interpretation dieses ganzen Themas kann das Zitat von dem Paul Buckle oder Buckle, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es korrekt ausgesprochen wird, sein, der dann nämlich sagt, wir fanden, dass wir viel proaktiver digital werden müssen. Ja? Das heißt, man möchte sich mit all diesen Themen, die da auf uns zukommen könnten oder aber momentan noch auf uns zukommen, proaktiv beschäftigen. Ja? Wir wollen kein Getriebener von der Technologie
in diesem Kontext sein. Und ein Zitat abschließend, was ich persönlich so mit am besten finde, eben weil es sowohl von der Wortwahl als auch von der ideologischen Prägung dahinter sehr, sehr, sehr gut passt. Ich denke, für die meisten hier Anwesenden. Das Zitat vom Volkmar Denner, der da eben sagt, alles, was wir in dieser vernetzten Welt tun, muss offen sein. Schöne Worte, die ich so an der Stelle eben auch, wie gesagt, so unterschreiben würde. Was ich mit dieser Folie eben so ein bisschen darstellen möchte, ist die Tatsache, dass sich viele Menschen in unterschiedlichen Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen mit diesem Thema beschäftigen und wir anhand von diesen nur vier Zitaten eben schon sehen, was es für unterschiedliche Interpretationen zu dem Thema IoT gibt. Ja, auf der einen Seite sagt man, okay, wir wollen uns proaktiv damit beschäftigen. Mit was wollen wir uns eigentlich proaktiv beschäftigen? Mit irgendwas Digitalem. Und dieses Digitale, wenn wir die Zitate verknüpfen wollen, wäre eine Revolution. Kann man sicherlich so sehen. Zeigt aber, glaube ich, schon ganz schön an der Diskrepanz dieser beiden unteren Zitate, dass da jede Menge Interpretationsspielraum eigentlich ist. Und wir wollen jetzt mal schauen, das machen wir gleich im nächsten Kapitel, dass wir die jeweiligen Begrifflichkeiten, die uns da begegnen, so ein bisschen definieren und mal versuchen, so ins richtige Licht zu rücken, dass wir damit auch irgendwo mal was anfangen können und was ja, im Idealfall Greifbares in der Hand einfach mal haben. Aber das Thema im Moment ist ein Hype-Thema. Warum ist das ein Hype-Thema? Das ist die spannende Frage, die uns hier auf dieser Folie und auf der nächsten Folie sicherlich nochmal so ein bisschen umtreibt. Wir haben auf der vorherigen Folie gesehen, es wird von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen eben auch angegangen, interpretiert. Dazu gibt es Antworten und in meinen Augen mit einer der Punkte, warum es eben so ein Hype-Thema ist, die schier große Anzahl dieser nominalen Auswertungen für unterschiedliche Umfragen, die es da einfach gibt in diesem Rahmen. Ich habe hier mal was mitgebracht. Die Quelle da für die Statista-Umfragen, die kommen eben von Gartner, wo die Fragestellung dann nämlich eben war, geschätzte Anzahl der weltweit mit dem Internet verbundenen Geräte in Milliarden. Ja? Und wenn wir uns das einfach nur mal anschauen, von 2015 4,88 auf 2020 25,10, das ist ein enormer Sprung, wo sicherlich jede Menge Interpretationsspielraum sein kann. Zuletzt einmal auf die eigentliche Größenordnung der Frage und auf der anderen Seite erstmal, was sollen das überhaupt für Geräte sein, ja? Die in diesen 5 Jahren dort übers Internet verbunden werden können. Die Statistik gibt hier oder versucht so ein bisschen eine kleine Aufschlüsselung eben mitzugeben, unterteilt in 3 Sektoren, Automobil, Verbraucher und Business-Sektor, wo wir eben da, wenn wir uns die letzte Grafik anschauen, das Jahr 2020, dann eben den Großteil, die grüne Farbe, ist also der Verbrauchersektor. Ja? Das heißt, dass alle Thematiken, die sich rund für den Endverbraucher, klassischerweise vermutlich im Smart Home, wie wir jetzt gerade eben gelernt haben, abspielen werden. Sind, denke ich, dann doch mal ganz beeindruckende Zahlen an der Stelle. Weitere beeindruckende Zahlen, wir bleiben mal so ein bisschen in dieser nominalen lastigen Interpretation des Themas, kommen hier aus dem Hause IDC, die nämlich eben vor exakt gleicher Fragestellung verbundene Geräte im Jahr 2019 allerdings an der Stelle eben hier 2015 von 12,1 Milliarden ausgehen. Ja, wir erinnern uns so ein bisschen zurück, gerade eben an die Quelle von Gartner. Die haben für 2015 noch 4,88 eben angesagt. Ja, also so gehen hier auch die Interpretationen einfach mal auseinander. Und die gehen eben davon aus, von 25,6 verbundenen Internet of Things Geräten im Jahr 2019. Beeindruckende Zahlen an der Stelle. Wir bleiben in dieser Sichtweite. Alle guten Dinge sind 3. Wir haben Gartner, wir haben IDC. Wir fragen nochmal die Kollegen von McKinsey. Und die haben eine ganze Studie zu dem Thema eben rausgebracht und gesagt, dass das Internet der Dinge 2025 weltweit bis zu 11 Milliarden Dollar Mehrwert schaffen kann. Das ist erstmal so eine Zahl, die nehmen wir mal so hin. Und die Kollegen von McKinsey haben sich da eben auch die Mühe gemacht und geschaut, in was für Branchen kann dieser Mehrwert dann eigentlich geschaffen werden. Und das haben sie eben aufgeschlüsselt in Fabriken, Städte, Gesundheit, Fahrzeuge, Navigation, Handel und Smart Home. Und wenn wir uns dann einfach nur mal die Zahlen anschauen, die hinter den jeweiligen Branchen eben geschrieben worden sind, gerade auch das Thema Smart Home mit 300 Milliarden, alles Geld der Welt und noch viel mehr wird also in Zukunft in den Smart Home-Bereich investiert werden. Ja? Spannende Aussicht, spannende Interpretation eben an der Stelle.
dass die jeweilige Zuordnung von 11 Milliarden Gesamt und 300 Milliarden Ionen Smart Home nicht aufgeht. Das ist nur eine kleine Notiz am Rande, auf die möchte ich jetzt so an der Stelle gar nicht eingehen. Kann sich jeder seinen Teil eben dazu denken in der entsprechenden Interpretation. Die bringen ja keinen Mehrwert. Entschuldigung? Die bringen keinen Mehrwert. Das Smart Home bringt keinen Mehrwert. Es wird halt eben nur verwendet. Ja, wir kommen gleich nochmal auf ein paar Beispiele im Nachgang. Da habe ich das eine oder andere aus dem Smart Home mitgebracht. Da können wir dann auch mal drüber streiten, ob die Mehrwert bringen oder nicht. Okay. Die Kollegen von McKinsey haben uns dann allerdings auch den Gefallen getan und uns die Frage beantwortet, wie nutzen wir den Mehrwert denn eigentlich? Und das haben wir dann eben unterteilt in diese vier Punkte hier. Aufgeschlüsselt in Technologie, Sicherheit, Organisation und Verwaltung und Regulierung. Und da fragen sie eben, um diesen unglaublichen Mehrwert, der sich in diesem Bereich vermutlich auftun wird, um da irgendwie dran partizipieren zu können, müssen wir uns mit der rein technologischen Brille schauen, dass wir die Kosten sinken für den ganzen Kram. Die Technologie, die wir dort eben verbauen, die muss eben so günstiger werden an der Stelle. Und darüber hinaus müssen die technischen Komponenten miteinander reden können. Im Idealfall über gemeinsame Standards. Das ganze Thema Sicherheit als solches, was natürlich dann für uns hier in Deutschland, gerade auch unter dem Datenschutzaspekt BDSG, eigentlich ein, ich sag mal, ja, urtypisches deutsches Thema eigentlich ist, ist gerade im Rahmen von IoT, vor dem Hintergrund kritische Infrastrukturen, dann doch eben eins, wo wir aus meiner Interpretation heraus dann eben doch noch so einiges an Verbesserungsspielraum haben. Dementsprechend hier, gerade was diese beiden Punkte angeht, auch zu Recht eben benannt an dieser Stelle. Ein weiteres Thema im Kontext Organisation und Verwaltung, datenbasierende Geschäftsmodelle. Das ist also dieses Umfeld, wo man dann den Mehrwert eben so mitnehmen muss. Und auf der anderen Seite eben dann im Rahmen der Regulierung die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die so in der Form meines Erachtens kaum bis gar nicht so im Moment existieren, um auch nur ansatzweise an diese ja schon fast schwindelerregenden Zahlen anknüpfen zu können. Ja? Okay. Wenn wir uns also jetzt mal so ein bisschen zurücklehnen und nochmal die Zahlen so ein bisschen Revue passieren lassen, alles unglaubliche Zahlen, schwindelerregende Höhe beinahe schon. Wir haben von McKinsey da eben verstanden, wie man daran eben so partizipieren kann. Heißt also auch, wenn wir eben verstehen, dass all das, was in dem IoT-Umfeld momentan passiert, im Rahmen von einer digitalen Transformation geschieht, werden wir in Zukunft also denkende Maschinen haben, die einer totalen Vernetzung unterliegen und damit eben smarte Dienste anbieten. Ja. Und wenn wir diesen Ansatz eben verstanden haben, dann können wir uns dann nämlich eben zurücklegen, an den 11 Milliarden Dollar Mehrwert partizipieren und jeden Morgen beim Frühstück diesen Ausblick genießen. Soweit so einfach. So, damit wären wir jetzt eigentlich nach 19 Minuten oder schon fast 20 Minuten am Ende der Präsentation angekommen. Wenn die Welt einfach wäre. Leider ist es dann doch ein bisschen komplexer. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, dieses ganze Thema IoT, was so hochtrabend betitelt worden ist von unglaublich vielen Menschen, von unglaublich vielen Organisationen. Was haben wir aus diesem Bereich heute im Jahr 2016 eigentlich wirklich im alltäglichen Gebrauch? Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, wo man dann eben schön sehen kann, ich möchte den Hinweis nochmal eben aufgreifen, wie können wir den Mehrwert aus dem Smart Home da eben mitnehmen. Ein Beispiel, was ich hier rausgesucht habe, mein persönlicher Favorit. Ich sehe schon, wie die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen werden. Ja, habe ich auch gemacht, als ich das zum ersten Mal gefunden habe. Ein wundervolles Produkt mit dem Namen Happy Fork. Und die haben einen ganz tollen Marketing-Claim, der dann nämlich heißt Eat slowly, lose weight, feel great. Klingt hervorragend und es ist genau das, was man vermutet, was es eigentlich ist. Es ist eine smarte Gabel. Und selbst wenn man das ausspricht, das tut schon so ein bisschen weh. Ja, aber es ist so. Und zwar diese Gabel, die hat eine gewisse Sensorik, die eben mein Essverhalten erkennt. Und jetzt wissen wir eben alle, dass zu schnell essen, das ist nicht gut. Wir essen viel mehr, wenn wir zu schnell essen. Unser Magen findet das auch nicht so schön, wenn wir schnell essen. Ist böse, ja? Also langsam essen. Und genau den Lernprozess des langsamen Essens unterstützt diese Gabel eben. Also durch diese Sensorik erkennt die Gabel eben mein Essverhalten, ob ich zu schnell esse oder nicht. Und kann mir dann durch ein haptisches Feedback, das Ding kann vibrieren, ja, eben sagen, hey Stefan, du isst gerade zu schnell, iss mal ein bisschen langsamer. Ja. Und wie sich das natürlich auch für so ein wunderbares Produkt im Jahr 2016 eben gehört,
habe ich klar darüber auch eben eine Cloud-Anbindung. Ich kann mich mit meinen Facebook-Freunden zusammenschalten. Ich sehe, wie der Lernfortschritt, was das langsame Essen angeht, von meinen anderen Freunden eben ist. Und ich kann darüber natürlich auch Auswertungen fahren, die ich mir dann in meiner App eben angucke. Ja? Und dieses Thema ist in meinen Augen eigentlich stellvertretend für die IoT-Produkte im Jahr 2016. Ja? Das bringt dich schon ziemlich gut auf den Punkt. Ich muss gestehen, als ich das Produkt gefunden habe, habe ich mir so ein bisschen überlegt, naja, wie wird man denn sowas eigentlich machen und wie könnte man eigentlich jemandem beibringen, jetzt mal langsam zu essen? Was ich persönlich sehr, sehr, sehr charmant finden würde, ist, wenn die Gabel, also der obere Teil der Gabel, der eigentliche Metallgabelteil, ich weiß nicht, wie das obere Teil der Gabel eben heißt, wenn das so reinfahren könnte, weil sie so eine Funktionalität eben hat und immer dann, wenn ich zu schnell bin, das Ding einfach reinfährt und das Döner-Teil, was ich dann gerade esse, mir auf mein Idealfall weißes Hemd eben fällt. Das finde ich richtig, richtig charmant. Kann es so in der Form nicht. Ich muss noch so ein bisschen mit mir ringen, ob ich mir die einfach nicht mal bestelle für den nächsten Vortrag und so ein Ding einfach mal raus und sage, so, was ist denn das eigentlich? Vielleicht werde ich da nochmal einen Verbesserungskommentar hinschreiben, dass das auch mal eine ganz tolle Funktionalität wäre für so ein Ding. Aber ist es Spülmaschinen geeignet? Finde ich auch ganz toll. Also, das ist schon nicht schlecht. Gut, also Kinder der 90er, die haben noch beigebracht bekommen, 30 Mal kauen, bevor man runterschluckt. Ich glaube, Kinder von heute, weiß ich nicht, ob die das noch lernen. Offensichtlich brauchen die dann nochmal Werkzeuge, um daran erinnert zu werden, dass man langsam ist. Das ist, denke ich, ein ganz stellvertretendes Beispiel dafür, was wir im Rahmen von IoT eigentlich so im Jahr 2016 haben. Ich habe nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, man kann die Folie einigermaßen gut erkennen. Ja, erkennt man, ist ein Screenshot von der Homepage. Ein Hersteller namens Prime, Vessi One. Wenn man sich so ein bisschen die Form von dem Produkt anschaut, was kann das sein? Hat jemand eine Idee? Becher war der Einwurf. Der Herr bekommt 10 Punkte. Becher ist richtig. Ein smarter Trinkbecher, der mich eben dann auf Basis einiger Körperbasisinformationen, Größe, Gewicht, Kalorienverbrauch dann eben daran erinnern soll, dass ich dann noch bitte ausreichend trinken soll. Sieht, finde ich, ganz interessant aus, das Ding. Was man nicht erkennt auf dem Bild, ist vorne so eine Anzeige da dran, wo man dann eben auch sieht, hey, du musst jetzt noch mal so und so viel Milliliter trinken, um eben dann auf deinen idealen Flüssigkeitshaushalt eben zu kommen. Auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema an der Stelle. Ein anderes, drittes Produkt aus dieser Reihe wäre dann eben so etwas. Der eigene smarte oder das eigene smarte Gewächshaus für die Wohnung. Ja? So. Also wer so ein Gewächshaus für Tomaten im Garten stehen hat, ne? Das ist 2005, das machen wir nicht mehr. Wir stellen uns jetzt sowas Schickes, Stylisches quasi ins Wohnzimmer. Sieht auch, finde ich, optisch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das sind Tomaten, die da gerade wachsen. Ich kann es von hier unten nur schwer erkennen. Und mit diesem System habe ich natürlich auch da die Unterstützungsmöglichkeiten in meiner App, die mir dann eben sagt, hey, du musst mal jetzt Wasser gießen oder hey, der Sauerstoffgehalt ist gerade mal nicht so schön. Du musst dich mal ein bisschen um deine Tomaten kümmern, um dann eben auch da die Erfahrung des Selbstversorgers an, ich hätte schon beinahe gesagt, die digitalen Nomaden der heutigen Zeit eben so durchzugeben. Das sind also eben drei exemplarische Beispiele, die wir im Rahmen von IoT im Jahr 2016 eigentlich so haben. Und wenn wir uns das anschauen, wohin es wir aktuell eben geschafft haben mit diesen jeweiligen Technologien, möchte ich die jeweiligen Zahlen, die Kollegen aus der Marktforschung da wiedergegeben haben, dann doch mal ganz, ganz, ganz stark in Frage stellen. Ja? Nichtsdestotrotz, über das Thema wird gesprochen und da passiert irgendwas. Und der Frage wollen wir uns jetzt in dem nächsten Abschnitt des Vortrages mal widmen. Was passiert da denn eigentlich und wie können wir das so ein bisschen definieren? Wie können wir das eben in Worte fassen? Eine grundsätzliche Definition des Internet der Dinge gibt es so als feststehende Begrifflichkeit, als feststehende Definition so in der Form leider eben nicht. Vielleicht noch nicht so in der Form. Ich habe einfach mal zwei Auszüge mitgebracht, die mir immer mal wieder begegnen, die ich auch ganz gerne immer mal wieder verwende. Das eine wäre das untere aus dem Jahr 1999, das andere eben aus dem Jahr 2002, also aus einer 2016 Sichtweise heraus, dann eben auch schon etwas älter. Nichtsdestotrotz besagt das untere Zitat dann eben nur, dass man eben glaubt, dass die eigentliche große Explosion im Rahmen des primären Internets erstmal erst kommen wird, wenn die Dinge miteinander über das Internet eben reden werden.
Und das andere Zitat, das obere von dem Kevin Ashton, sagt da nämlich eben, dass wir das, wenn wir das Internet der Dinge eben so in der Form brauchen, dann brauchen wir es auf Basis eines standardisierten Weges, um die Probleme der wirklichen Welt zu verstehen. Wenn ich mir die Anforderungsfälle von gerade eben anschaue, respektive die Produkte anschaue, was die für Anforderungsfälle abdecken, dann möchte ich auch da an der Stelle in Frage stellen, ob das wirklich Real-World-Problems sind oder eben nur First-World-Problems. Auch das ist sicherlich nochmal ein Charakterzug, der für das Internet der Dinge im Jahr 2016 so ein bisschen stellvertretend ist. Nichtsdestotrotz, es gibt mehr als nur eine Definition. Dementsprechend möchte ich hier nochmal einen Link mitgeben. An der Stelle, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Sammlung mit unterschiedlichen Definitionen aus unterschiedlichen Bereichen, aus eben auch aus unterschiedlichen Jahrgängen, teilweise sogar Jahrzehnte heraus, wo man da eben auch unterschiedliche Sichtweisen einfach mal auf Basis der Interpretation auch sieht. Kann ich wärmstens empfehlen, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen möchte. Eine zweite Begrifflichkeit, die uns helfen soll im Rahmen der Definition des Internet der Dinge, ist die Begrifflichkeit digitale Transformation. Ich habe es am Anfang auf der Schlagwortwand eben erwähnt und ich möchte hier eben die Frage aufwerfen, was bedeutet digitale Transformation eigentlich? Und für die Definition wollen wir jetzt mal unsere IT-Brille mal komplett ablegen und einfach mal schauen, von der reinen Begrifflichkeit der digitalen Transformation, das heißt erstmal nur, dass es ein Prozess ist. Ja? Und zwar im Kern ist es ein Veränderungsprozess, der maßgeblich herangetrieben wird durch digitale Technologien. Soweit so einfach. Im Umkehrschluss oder als logische Erweiterung vielmehr dieser Definition heißt es dann eben aber auch, dass sich alle Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle dieser modernen, vernetzten Welt eben anpassen werden. Und das immer wieder unter dem Aspekt, wie wir lernen, dass wir die Effizienz und Produktivität steigern wollen und aus den jeweiligen vernetzten Produkten, die wir haben, eben den Kundennutzen generieren wollen. Diese beiden oberen Punkte sind bei vielen, vielen, vielen IoT-Produkten im Jahr 2016 immer das Mantra, mit dem die angesetzt werden. Nur wenn ich mir das Prinzip anschaue, dieser vielen Gamechanger, dann basiert es doch eigentlich weniger darauf, dass ich Effizienz und Produktivität steigern möchte und auch weniger darauf, dass ich an Kundennutzen generieren möchte, sondern eigentlich mehr auf untere Aussage. Umso mehr man weiß, umso besser kann man handeln. Ja, das ist doch eigentlich das Kernmantra von diesen vielen Produkten, die wir im Jahr 2016 eben so erlebt haben. Und die jetzt alle schon, ich sag mal, das ein oder andere Semester mehr gemacht haben, werden sagen, digitale Transformation und Veränderungsprozesse durch digitale Medien, das habe ich doch eigentlich irgendwo schon mal gehört, das kommt mir doch eigentlich bekannt vor. Ja, ist nichts Neues an der Stelle. Ich habe hier einfach mal eine Grafik mitgebracht, ich hoffe, die sieht ganz gut aus von da oben, die so ein bisschen die Konstellation der Kontrativzyklen einfach mal darstellt. Und wenn wir uns da mal so ein bisschen zurückbestimmen und hier hinschauen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Einzug durch Informations- und Kommunikationstechnologien, durch Mikroelektronik. Das sind doch eigentlich Themen, die so die Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologie in der Breite überhaupt so möglich gemacht haben. Ja? Das heißt im Umkehrschluss, dass eigentlich Informations- und Kommunikationstechnologien die digitale Transformation treiben. Und das Ganze schon seit mindestens 20 Jahren. Ja? Die Antwort, die sich aus dieser These eben heraus ergeben kann, kann sein, beispielsweise, dass diese Transformation, diese digitale Transformation, erstens schon länger existiert oder aber zweitens ist schon mindestens die zweite digitale Transformation ist an der Stelle. Ja? Im Moment ist es sicherlich schwer zu bewerten, ob die eben schon länger existiert oder eben zwischendrin nochmal eine zweite Ableitung gegeben hat. Dafür reicht die Sichtweite auf die Zeit einfach nicht aus. Ich denke, da müssen wir nochmal das ein oder andere Jahr ins Land fließen lassen, um eben schauen, rückblickend, wie verhält es sich denn eigentlich mit den jeweiligen Änderungen. Am Ende des Tages, zusammenfassend für diesen Abschnitt, das ist alles so nichts Neues und hatten wir auch irgendwann schon mal gehabt. Smartwatch 1984. Ja, sieht heute ein bisschen eleganter eben aus, aber ich denke von den Funktionalitäten dann durchaus auch eben vergleichbar mit denen, die wir heute eben haben. Aber irgendwas hat sich geändert. Irgendwas ist anders im Gegensatz
zu den ganzen Transformationen, die wir im Rahmen von Informations- und Kommunikationstechnologie haben. Das, was sich in meinen Augen eben geändert hat, ist die Tatsache, dass wir eine höhere Geschwindigkeit und Intensität dieses Veränderungsprozesses als solches eben haben und eine gewisse Startup-Kultur haben. Die Themen, die im Rahmen vom IoT, ich beziehe mich jetzt nur ganz konkret auf das Jahr 2016, ja, was wir da gesehen haben, was dort veröffentlicht ist, sind weniger Produkte, die von gestandenen Unternehmen irgendwo veröffentlicht sind, sondern meistens oder überwiegend eben Produkte, die von, ja, hochtrabendes Wort, fast schon so ein bisschen abgedroschen, ich verwende es trotzdem, von Startups ebenso in der Form veröffentlicht sind und nach außen getrieben worden sind. Selbst gestandene Organisationen mit mehreren tausend Mitarbeitern sagen, oh, das IoT, das ist ein spannendes Thema, damit müssen wir uns irgendwie beschäftigen. Und selbst die kommen her und lagern alle Thematiken rund um IoT eben ganz bewusst aus in eine andere Organisation außerhalb von ihrem Kernunternehmen. Um eben zu sagen, das ist so ein interdisziplinäres Thema, das möchte ich gar nicht in meiner Organisation haben. Ich möchte es von jemandem machen lassen, der meiner Organisation angehört. Klar, gar keine Frage. Aber eben die außerhalb auch ganz bewusst so ein bisschen mehr Freiheiten genießen können, als die, die ich kulturell bedingt in meiner Organisation eben habe. Und diese gewisse Startup-Kultur, diese gewisse Startup-Mentalität, die führt eben dann dazu, dass wir bei den jeweiligen Produkten auf der einen Seite eine wesentlich geringere Investition haben, der Produkte als solches, eine viel höhere Verbreitung der Produkte hinbekommen, ja, bedingt durch den Mobile-Trend der letzten 7 Jahre, skalieren die Produkte, zumindest wenn es sich um eine reinrassige App handelt und ich auch noch eine blöde Gabel brauche dahinter, quasi unendlich, und sie kriegen eine viel schnellere, viel höhere Verbreitung eben hin. Ja? Und eben auch ein Thema, was dem einen oder anderen jetzt so auch nicht neu ist, aber typisch und stellvertretend für IoT, viele dieser Produkte sind Bananenprodukte. Ja? Wer kennt den Begriff Bananenprodukt nicht? Frage ich mal so rum. Oh, wirklich doch so viele? Das hätte ich nicht gedacht. Danke. Reif beim Kunden war der Einsatz. Der Einwand, Entschuldigung. Ja? Also das Bananenprodukt ist eben ein Produkt, was nicht komplett bis zur Marktreife eben entwickelt worden ist, dass ich es dann auf meine Kunden oder Benutzer eben lassen kann, sondern ich sage eben ganz klar, das Bananenprodukt. Bitte? Ja, also gerade bei den IoT-Produkten werden die ja auch schnell gammelig. Das heißt, das Backend bricht weg und dann auch wegschmeißt. Ja, also der Einwand war eben, dass die IoT-Produkte eben sehr gammelig werden und man die dann auch sehr, sehr schnell wegschmeißen kann. Das ist richtig, ja. Also wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit und Intensität der jeweiligen Produkte. Und das führt sicherlich dazu, dass die Veröffentlichung von Bananenprodukten oder nicht zu 100%, ich sag mal, zu Ende ingenierten Produkten, um sie dann auf den Markt zu bringen, endlich zur Marktreife zu lassen, das kann sogar am Ende des Tages die eigentliche logische Konsequenz eben sein, die ich ansetzen muss, wenn ich mich in diesem Rahmen beschäftige. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was stellvertretend ist für nahezu alle IoT-Produkte eigentlich. Und jetzt haben wir natürlich mit den gerade eben genannten Beispielen jetzt relativ aus Sicherheitsaspekten heraus unkritische Produkte. Ja? Jetzt kann ich mir natürlich aber auch so mal die Gedanken machen und sagen, okay, Smart Home, ja, das ist schon mal okay, das ist ein sensibler Bereich, das ist mein Zuhause. Ja? Es gibt Smart Home Security. Auch ganz, ganz, ganz spannend, was da eben passiert. Und wenn ich mir dann eben anschaue, dass die Themen als solches mit einer geringen Investition vorangetrieben werden, unglaublich schnell verbreitet sind und dann auch noch in, ich will das nicht generalisieren, aber in vielen Fällen dann eben auch Bananenprodukte sind, das ist schon eine heikle Mischung eben in dem Dreierkonglomerat, die sich da für viele IoT-Produkte eben einfach so darstellen. Aber wir werden so ein bisschen pessimistisch. Dementsprechend wollen wir uns jetzt einfach mal abschließend mehr oder weniger zu diesem Teil des Vortrags eben fragen, was das Ganze eben eigentlich so bedeutet. Grundsätzlich haben wir festgehalten, dass die digitale Transformation als solches erstmal nur ein Veränderungsprozess ist. Und dieser Veränderungsprozess oder aber auch, manche Leute betiteln es eben auch als Innovation, der letzten Jahre beziehen sich primär erstmal auf IT. Ja? Erstmal sind die ganzen Veränderungen nur im IT-Umfeld eben klar geworden. Mittlerweile, seit den letzten 1 bis 2 Jahren, sehen wir eben dann auch, Entschuldigung, so, der Frosch dürfte weg sein, ja, Entschuldigung. Mittlerweile, seit den letzten 1 bis 2 Jahren, sehen wir dann eben aber auch, dass sich die digitale Transformation
als solches eben primär aktuell eben noch auf die physikalischen Systeme bezieht. Das heißt, wir kommen her und nehmen irgendeine IT-Komponente und stecken sie in irgendetwas rein, wo vorher noch kein IT drin war. Ja? Ich bleibe bei meinem Lieblingsbeispiel für die Präsentation, die Gabel. Ja? Das heißt, die Mischung aus diesen beiden Disziplinen kann hier betitelt werden als cyberphysisches System. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo die Ingenieure gesessen haben, aber die dürften jetzt so ein bisschen anfangen zu gehen und sagen, naja, also diese Begrifflichkeit kenne ich jetzt auch eben seit den 70ern so an der Stelle. Dementsprechend wollen wir jetzt aber hier mit unserer IT-Brille uns die Begrifflichkeit des cyberphysischen Systems oder aber eben auch des Cyber-Physical Systems, des CPS, dann eben mal anschauen. Und die Definition des Ganzen habe ich hier oben mal mitgebracht und aufgeführt. Ist eine feststehende Begrifflichkeit, die klar aus dem Angelsächsischen kommt und dann irgendwann auch mal in den deutschen Sprachraum so rübergeschwappt ist. Und wie das dann nun mal häufig so ist, wenn eine neue Begrifflichkeit irgendwo eingeführt wird, dann muss man die auch erstmal definieren, weil sonst weiß man ja gar nicht, was man damit anzufangen hat. Und das Ganze hat der VDE getan. Im Jahr 2012, also noch relativ jung, wenn man das mal so beziehen möchte. Und die haben sich zu einem Fachausschuss zusammengefunden. Ich weiß nicht genau, wer da alles drin saß und wer da alles mit rumdefinieren musste. Aber ich stelle mir das vor, dass da sich mal ein paar Jungs für ein Wochenende zusammengeschlossen haben und sich die Frage gestellt haben, okay, gut, was ist denn eigentlich für uns das cyberphysische System, das Cyber-Physical System? Und haben sich eben dann da diese Leitdefinition eben rausgebracht. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen, dann ist auch diese Definition inhaltlich so erstmal nichts Neues. Besonders nicht für die Menschen, die ingenieurslastige Disziplinen mit an den Tag bringen. Das, was neu ist in dieser Definition im Rahmen der Automatisierung, ist die Vernetzung über globale und offene Informationsnetze. Das ist die eigentliche Neuerung. Ja? Und diese dann doch in einem Satz ausgedrückte, relativ überschaubare Neuerung bringt dann doch für ein so physisches System die ein oder andere Konsequenz eben mit. Nämlich, so ein System kann jetzt eben aber auch gekoppelt werden. Es kann sich an unter Umständen geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Es kann sich selbst adaptieren. Die Verbindungen, die von diesem System eben ausgehen, können auch während der Betriebszeit sich verändern, sich beenden oder aber eben neu aufbauen. Und die Informationen, die diese Systeme eben bereitstellen, können an nahezu beliebiger Stelle bereitgestellt und eben aber auch verändert werden. Das sind jetzt Themen oder respektive Konsequenzen, die sich auf diese Interpretation, auf diese Definition des cyberphysischen Systems beziehen, die für uns Informatiker so nichts Neues ist. Systeme, die sich autark koppeln können, adaptieren können, klar, kein Thema, machen wir seit 10 Jahren. Hochverfügbarkeit, Clusterverbünde, alles kein Problem. Verbindungen während der Betriebszeit, verändern, beenden, neu aufbauen. So, zuck mal mit der Schulter mit. Kennen wir auch, machen wir auch. Informationen an beliebiger Stelle bereitgestellt, verwendet werden, ist auch kein neuer Hut für uns Informatiker. Für Ingenieure jedoch ist das eine Interpretation an ein System, die noch nicht so abgehangen ist wie für uns aus der Informatikersicht heraus. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied an diesen unterschiedlichen Sprachen, die gesprochen werden, wenn der Ingenieur auf den Informatiker eben trifft. Ja? Und das wird sicherlich gleich nochmal mit ein Thema sein, auf das ich zu sprechen komme, diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese unterschiedlichen Disziplinen, die ich ansetze. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die jeweiligen Konsequenzen anhand des CPS anschauen, wie würden wir so eine Komponente bezeichnen? Wie würde ein Informatiker so eine Komponente bezeichnen? Irgendeine Idee? Na, okay, gar keine Idee. Ist ein komplexes, abstraktes Thema, was ingenieurslastiges? Kleiner Server. Kleiner Server, ja, das geht schon. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Bezeichnung. Die schönste, Entschuldigung? Netzwerk. Ja, ein Netzwerk kann auch gekoppelt werden, kann adaptiert werden, kann sich verändern, beenden, neu aufbauen. Autark, ja. Aber man sieht schon, die Interpretationen gehen auseinander. Kleiner Server, Netzwerk auf der einen Seite, ja, schwierige Disziplin. Die schönste Definition, die ich da eben gefunden habe, ist diese hier. Ein CPS aus IT-Sicht ist nichts anderes als ein physisches Objekt mit API.
Ne? Und wenn wir uns eben diese Thematik dann nochmal vor Augen halten und das nochmal widerspiegeln wollen mit dem CPS und die jeweiligen Konsequenzen, die sich aus diesem CPS heraus ergeben, dann ist das eigentlich sehr zutreffend auch auf gerade eben genannte Beispiele. Der smarte Trinkbecher, die smarte Gabel, physische Objekte mit API. Ja? Sehr kluge Worte, leider nicht meine. Der Urheber dieser Worte sind eben da somit angegeben. Ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema und wirklich eine sehr, sehr, sehr treffende Definition, was das Ganze eben angeht. Das heißt, CPS als solches, ein physisches Objekt mit API. Okay, digitale Transformation bezieht sich eben darum, aktuell noch physische Dinge mit einer API eben auszustatten. Ja? Auch soweit so klar. Und wenn diese Dinge jetzt auch noch über ihre API miteinander sprechen können, dann reden wir vom IoT. Zusammengefasst, so an der Stelle, eigentlich jetzt gar nicht mal mehr so komplex, so groß, so hochtrabend, wie wir das vielleicht noch ganz zu Anfang der Präsentation auf Basis der entsprechenden Zahlen dann eben so ein bisschen gesehen haben. Was heißt denn das jetzt für uns Informatiker, für uns IT-Architekten, für uns IT-Manager? Das heißt, dass wir doch einige Konsequenzen und Abhängigkeiten an unsere Basisinfrastruktur beispielsweise haben. Die IT-Infrastrukturen als solches werden heterogener werden. Die physischen Objekte, sei es auch mit ihrer unterschiedlich oder vielleicht sogar einheitlich definierten API, werden über gewisse Netzwerke auf Basis von Infrastruktur miteinander reden. Und die sind nicht gleich, die sind nicht homogen. Das sind heterogene Komponenten, die da miteinander reden werden. Da muss ich mir eben Gedanken machen an mein IT-Management. Wie kann ich eine hochgradig heterogene IT-Infrastruktur eigentlich managen? Ja? Ein Punkt, der in meinen Augen stellvertretend ist für das IT-Management von solchen heterogenen IT-Infrastrukturen, ist das Konzept Pet und Kettle. Ich deutsch das immer ganz gerne mal ein und bezeichne es als Katzen und Kühe. Ich habe noch mal eine weitere Analogie reingebracht von Katzen, Kühen und Vogelschwärmen. Ich denke, das Pet und Kettle-Konzept ist jedem Anwesenden hier bekannt. Wem ist es, bin ich bekannt? Bitte einmal kurz Handzeichen. Okay, das ist mehr als die Hälfte des Raumes. Das hätte ich anders eingeschätzt. Aber nicht das Problem. Ich habe 2, 3 Folien mit dabei, die das Konzept als solches ein bisschen erläutert, so ein bisschen erklärt. Jetzt muss ich nur ein bisschen auf die Zeit achten und mit der Definition nicht ausarten. Ich hoffe, ich kann es jetzt... Dankeschön. Ich hoffe, ich kann es jetzt einigermaßen runterbringen und dann doch irgendwo verständlich rüberbringen. Also es ist eine Idee an ein IT-Management, wie ich meine IT-Infrastrukturen eben verwalte. Ja? Also ein methodisches Konzept, wie ich eben damit umgehe. Und es sagt eben, dass die Server, die ich aktuell eben noch so habe innerhalb meiner IT-Infrastruktur, eine Katze erstmal sind. Ja? Und das ist eben ein Screenshot in meinen Augen von einer sehr, sehr exemplarischen Katze. Sie zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie sehr, sehr, sehr lange läuft und dass sie eben so lange läuft, bringt viel Aufwand mit sich und heißt eben auch, dass ich viel Liebe reingesteckt habe. Ich hoffe, man erkennt es auf dem Screenshot hier, die Uptime. 2317 Tage, das ist mal eine Größenordnung. Und ich denke, dass dieser Screenshot schon eben sehr, sehr, sehr gut darstellt, dieser Server ist eine Katze. Stellvertretend dafür, wann kann ich einen Server, einen Dienst, eine Anwendung eben als Katze bezeichnen, möchte ich immer eben hier auf der Folie anhand von meiner persönlichen Befangenheit eben machen. Das ist Ben. Ben ist eine Katze. Kein Kater. Habe ich allerdings dann auch erst ein bisschen zu spät rausgefunden. War noch sehr, sehr, sehr klein und ich war dann nachher auch zu voll, den Namen zu ändern. Ben, klar, ist ein Haustier, hat dementsprechend aber eben auch einen Namen. Ich habe natürlich, klar, wie viele andere Leute auch zu ihrem Haustier, eine emotionale Bindung. Ich kümmere mich eben gerne darum. Das beginnt mit Essen und Trinken, geht über Streicheleinheiten und hört natürlich dann eben auch auf bei interessanten Tierarztrechnungen, wenn mal wieder Wurm- oder Zeckenbehandlungen notwendig sind. Ja? Und wenn wir uns diese Dreieranalogie mal einfach mal vorstellen auf einem gewissen Server, so wird jeder von euch sicherlich mal eine Maschine gefunden haben, die einen sorgsam ausgesuchten Namen hat. Ja? Zu der ich auch eine gewisse emotionale Bindung habe. Ja, ich will die mehr als 1000 Tage Uptime hier jetzt aber gerade nicht zerstören. Das müssen wir irgendwie anders machen. Ja. Und um die ich mich auch rührend und mit viel Aufwand kümmere, wenn gerade mal was dran ist. Ja. Updates, Bugfixes, ja, sind sicherlich auch Themen, die jeder von euch so an der Stelle mal kennt. Ja.
Und genau diese Herangehensweise, diese Methodik an einen Server, bleiben wir bei dem einfachsten Beispiel. Das ist eben etwas, was in meinen Augen so in besonders heterogenen IT-Infrastrukturen eben nicht mehr umgesetzt werden kann. Sondern die Infrastruktur, der Server als solches, muss eben eine Kuh sein. Ja? Jetzt schauen wir uns mal eben an und wir nehmen nochmal die Dreier-Analogie. Der Name, wir haben die emotionale Bindung und wir haben viel Aufwand in Wartung und Pflege, um es mal so rum auszudrücken. Haben wir das bei so einer Kuh auch? Hat eine Kuh typischerweise einen Namen? Ja, vielleicht die auf diesem wunderbaren Foto, die könnten einen Namen haben. Ja, aber grundsätzlich leben die in irgendwelchen Herden zusammen und die einzelne Kuh hat erstmal keinen Namen. Ja? Zu so einer Kuh habe ich typischerweise auch nicht eine emotionale Bindung. Es mag das geben, sicherlich, klar. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich die Herde betrachte... Kühe haben Namen. Ja, zumindest um das Geburtsjahr festzulegen, wenn die einen großen Stall haben. Okay, also der Einwand war, Kühe haben Namen, um das Geburtsjahr festzuhalten, wenn sie einen großen Stall haben. Das war richtig, ja? Das bringt jetzt das komplette Konzept durcheinander. Also komplett. Absolut. Okay, nehmen wir das mal so mit. Und der Herr stammt aus der Landwirtschaft. Ja, okay, Sie müssen es wissen. Zerstört das Konzept völlig. Weil jetzt geht es so in der Form nicht mehr auf. Wir müssen bitte mal eben annehmen, dass eine Kuh gemeinhin so erstmal keinen Namen hat. Auch wenn das inhaltlich falsch ist und vielleicht Ihnen wehtut, das tut mir leid. Wenn sie geboren wird, hat sie keinen, aber wenn sie getauft. Ach so, okay, alles klar. Ich habe gerade den Einwand bekommen, nur noch 10 Minuten. Wir müssen bitte die Diskussion auf nachher nochmal verlegen, weil das interessiert mich nämlich. Das würde ich als Anekdote gerne mitnehmen wollen. Für alleinstehende Vorträge rund um dieses Thema. Also, auch wenn es inhaltlich falsch ist, aus einer landwirtschaftlichen Meinung heraus, eine Kuh hat keinen Namen, ja? Sondern ich betrachte sie grundsätzlich erstmal nur in einer Herde im Großen und Ganzen. Und wie viel Aufwand ich in die jeweilige einzelne Kuh stecke, investiere oder aufnehme, um Würmer und Zecken oder sonstige Krankheiten eben zu behandeln, das kommt auch nicht ganz so häufig vor bei so einer einzelnen Kuh. Sondern was mache ich, wenn eine Kuh krank ist? Okay. Das ist wichtig, das, was übrig bleibt. Aber man darf nichts investieren. Ah, okay. Das ist auch ein spannender Einwand. Kriege ich jetzt nur schwer wieder die Kurve zurück zu der Analogie? Weil passend zu der jeweiligen Analogie muss die Kuh eben in Wildwestmanier ausgetauscht werden. Das klingt jetzt sehr hart, aber das ist eben die jeweilige entsprechende Herangehensweise, die ich da eben auch brauche auf Basis von dem Bild der Kuh, dass es noch weiterhin passt für das IT-Management-System dahinter eben. Das heißt, ich komme eben nicht mehr her und versuche mich um das System im Einzelnen zu kümmern, zu bemühen, viel Aufwand, viel Liebe reinzustecken, sondern das Credo, was ich mir eben vornehme im Rahmen von diesem Pet- und Kettle-Konzept, basiert nämlich auf Reproduzierbarkeit statt Wartung und Support. Irgendein Dienst läuft nicht, irgendein System läuft nicht. Ich schieße es ab, stelle ein komplett neues dahin. Es lässt sich sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr, sehr schnell reproduzieren. Ja? Das ist mit die Kernaussage hinter diesem Pet- und Kettle-Konzept eben, was ich zwangsläufig in heterogenen IT-Infrastrukturen, gerade wenn sie IoT-belastet sind, eben so anwenden muss. Ein zweiter Punkt, den ich eben so mitgeben möchte, auch von technischer Interpretation her, ist die Vernetzung der Dinge mit offenen Standards. Ja? Das heißt, wenn die Dinge als solches dann eben schon mit IT-Komponenten ausgestattet sind, dann sollen sie bitte auch auf Basis von offenen Standards miteinander reden. Jetzt wissen wir alle, wie sich das mit Standards eben so ein bisschen verhält. Ich denke, dass die Grafik dann doch eben sehr, sehr, sehr schön beschreibt, wie mit Standards im Allgemeinen hin umgegangen wird. Ich kriege irgendwie immer mehr, die sich ganz stark miteinander vergleichen lassen. Ja? Nichtsdestotrotz ist das nun mal ein Punkt, den ich da immer ganz gerne mitgeben muss, wenn man sich auf Basis von IoT eben unterhält und sich in dem Umfeld dort beschäftigen möchte. Vernetzung der Dinge mit offenen Standards. Ein weiterer Punkt, der in meinen Augen eigentlich mit so der wichtigste ist in diesem ganzen Umfeld, ist das Security und Safety der Things. Ja? Und dieses Thema ist so groß und so hochtrabend, dass ich das an dieser Stelle eben nur unterstreichen möchte, allerdings nicht tiefer darauf eingehen will. Ja? Ein Thema sei dazu noch eben nur gesagt, auch wenn die Dinge miteinander vernetzt sind, ich muss bei Design eben dafür sorgen, dass das Ding als solches eben auch funktioniert, wenn die Basiskonnektivität eben nicht gegeben ist. Ja? Ich denke,
von dieser Geschichte, von diesem Beispiel habt ihr alle gelesen. Ja? Das ist eben auch ein Punkt, was ich mir gerade bei der Architektur, gerade bei dem Design immer wieder vor Augen führen muss. Ein weiterer Punkt, der letzte technisch orientierte, das Thing als solches muss eben patchbar sein. Wenn ich mir überlege, dass viele Dinge, die ich einsetze, gegebenenfalls keine Gabel ist, die ich im Laufe meines Lebens beliebig mal austauschen kann, sondern durchaus ein Investitionsgut ist, was ich vielleicht ein- oder zweimal kaufe in meinem Leben, wie beispielsweise eine Heizung, ein Heizsystem für meine eigenen vier Wände, kaufe ich nicht ganz so häufig. Ja? Und ich mir dann überlege, dass diese IT-Komponente aus der klassischen Informatiker-Sicht heraus Betriebszeiten haben wird, um die 50 Jahre, dann ist es in meinen Augen nicht tragbar, eben zu sagen, dass die Firmware, die auf meinem Heizkessel eben läuft, 50 Jahre ungepatcht bleibt. Ja? Das Ding als solches muss eben patchbar sein. Nein, ich sage nicht, wo ich meine Heizkessel kaufe. Okay. Neben diesen vier technisch gelagerten Punkten gibt es in diesem hochgradig interdisziplinären Umfeld IoT dann eben auch noch zwei Themen, die auf der organisatorischen Ebene ich an dieser Stelle noch mitgeben möchte. Das sind die Punkte der interdisziplinären Kommunikation. Ich habe es mehr als einmal erwähnt, IoT als solches ist ein interdisziplinäres Thema. Bei genauer Betrachtung der Worte unter dem Aspekt der Definition physisches Objekt mit API ist es auch irgendwo direkt ersichtlich. Ja? Internet of Things. Internet, wir reden von einer Vernetzung, von virtueller Vernetzung. Thing, irgendein physisches Objekt mit API. Ist es interdisziplinär? Ja? Dankeschön. Über diesen Umstand muss ich mir eben bewusst sein, dass wenn ich mich dort beschäftige in diesem Umfeld, wie auch immer gelagert, dann ja, sollte mir eben klar sein, die Kommunikation, die ich da eben habe, ist eben interdisziplinär. Auf der gleichen Art und Weise, ebenfalls in einer organisatorischen Betrachtung heraus, die IoT-Projekte, die ich da mache, sind nichts anderes als abteilungsübergreifende IT-Projekte. Wir bleiben mal beim letztgenannten Beispiel, Things müssen patchbar sein, die Heizungsanlage. Ja? Die Informatiker, die ich in so einem Projekt eben haben dürfte, dürften nominal von der Anzahl her relativ überschaubar sein. Die eigentliche Kernkompetenz dürfte eben immer noch von den Ingenieuren kommen, die sich typischerweise mit dem Heizkessel eben so beschäftigen. Ja? Heißt, im Umkehrschluss, ein IoT-Projekt ist ein abteilungsübergreifendes IT-Projekt. Abschließend zu dem Vortrag möchte ich auf dieser Folie eben nochmal diese drei Punkte mitgeben, die außerhalb von jeweiliger technischer Interpretation und organisatorischer Interpretation aus meiner Erfahrung heraus der letzten Jahre im Umfeld von IoT dann eben nochmal drei Themen sind, die finde ich in meinen Augen ganz, ganz, ganz wichtig sind zu beachten, wenn ich mich in diesem Umfeld eben beschäftigen möchte. Egal wie ich ein IoT-Projekt angehe, sei es jetzt im Rahmen, dass mein Arbeitgeber mir aufträgt, mich damit zu beschäftigen, oder aber ich unter Umständen vielleicht sogar eine Idee habe, ein Unternehmen zu gründen in dem IoT-Umfeld, mich damit vielleicht selbstständig machen will. Sobald ich Anzeichen erkenne, dass es sich um ein kurzfristiges Projekt handeln könnte, kann es schon sehr heikel werden. Ja, die Aussage, mach mal eben, ist eigentlich so ein gewisses Triggerwort. Ich sehe nickende Köpfe, schön und große Augen. Ja, man triggert darauf. Gefährlich. Gerade in diesem IoT-Umfeld, weil die jeweilige Reichweite dieser Projekte ist eben wesentlich höher als all das, was wir in den letzten Jahren eben so gesehen haben und gemacht haben. Unkoordinierte Projekte, ja, auch etwas, was auch einer mal eben Geschichte heraus resultiert, auch ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Weg. Und noch viel riskanter als diese beiden zusammengefassten Punkte oben im ersten Aufzählpunkt wäre die letzte Begrifflichkeit in diesem Satz, das U-Boot-Projekt. Ja. Soll in diesem Rahmen IoT eben auch häufiger vorkommen, weil gewisse Schlüsselpositionen die entsprechende technische Kompetenz beispielsweise nicht bei der IT-Abteilung sehen, sondern gegebenenfalls bei den Ingenieuren, vielleicht aber auch aus einer rein marketinggetriebenen Abteilung heraus, vielleicht aber auch von komplett extern heraus herangetragen. Und am Ende des Tages kriege ich dann eben als IT-Manager, vielleicht als IT-Leiter, als Systementwickler eben eine komplette Infrastruktur
auf den Schreibtisch gestellt, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll, wie ich dafür auch nur ansatzweise einen Betrieb beispielsweise realisieren soll. Ja, auch das ganz, ganz, ganz gefährlich, die Entwicklungen, die ich persönlich eben so komplett vermeiden würde. Sobald man eben erkennt, dass es sich um ein kurzfristiges Projekt, um ein unkoordiniertes oder gegebenenfalls ein IoT-Projekt handelt, sollte man da definitiv die Hand heben und sagen, okay, das kann gewisse Auswirkungen haben, über die müssen wir uns bewusst sein. Der mittlere Aufzählpunkt, ein IoT-Projekt ohne fachübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit scheitert. Ja? Wir haben es mehr als einmal erwähnt, IoT, interdisziplinäre Thematik, die dort eben ankommt, per Definition fachübergreifend. Wenn ich mir das nicht vor Augen führe, wird dieses Projekt keinen Erfolg haben. Der letzte Aufzählpunkt auf dieser Software, der letzte Aufzählpunkt auf dieser Folie, schon teilweise ein, ja, fast, eine fast persönliche Bitte oder zumindest Aussage. Wenn wir uns nochmal an die genannten Beispiele zu Anfang der Präsentation zurückerinnern, der smarte Trinkbecher oder die smarte Gabel, egal wie spannend die jeweilige Softwarelösung sein kann, die jeweilige Softwareinterpretation, ist es ganz wichtig, in meinen Augen, gerade im Rahmen von IoT, das Produkt eben gesamtübergreifend zu betrachten und sich nicht nur auf die Software eben zu konzentrieren. Das heißt, es geht primär um das Produkt und nicht um die Software. Und mit diesen Worten möchte ich mich für die Aufmerksamkeit und Zeit bedanken. Dankeschön. Gibt's Fragen? Keine Fragen? Wann kommen die selbstfahrenden Autos? Die Frage war, wann kommen die selbstfahrenden Autos? Ich glaube mal so demnächst. 2021. Ob ich das so erleben möchte, das weiß ich jetzt noch nicht in der Form. Aber ich glaube nur mit Schienen. Das kann schon sein. Inhaltliche Fragen zur Präsentation, zum Erklärten? So in der Form nicht? Okay, dann nochmal Dankeschön.